Du, Tag miteinander, alle Leute. Wir sind wieder mal auf der LBG Schwarzen Pumpe. Mike und meine Wenigkeit helfen mal wieder den Anfängern und erklären ja erstmal, wo der Abladetrigger ist. Jetzt sind sie ruhig. Wir spielen McManus und Freezy mit Mike und meine Wenigkeit. Ahoi. Ja, da habe ich wieder das Gefühl, da hat jemand einen ganz großen Clown gefrühstückt heute. Oder zu viel Stephen Kings S geguckt. Da. Weißt du, was ich mal richtig geil finde, Tom? Guck mal, bei den Kameras. Komm mal vor. Siehst du das ja blauen aus, so Ja, der bläulichen Augen? blaue Auspuff, ja, spätestens, das Ja. kenne ich. Das sieht wenigstens mal realistisch Das sieht aus. so in der, ja gut, russischer Motor, der hat so und so mehr Diesel hinten aus, wie er vorne getankt hat. Ja. Das war ja auch in Real so, wenn du hier die russische Armee in deiner Umgebung hattest. Ein Liter auf 1 Kilometer. So, warten wir mal kurz auf den Bobbe. Bobo. Na, 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 na. So, Friesen, du erzählst uns mal noch eine richtig schöne Geschichte heute in der Sonntagsfolge, wo wir mal richtig einen wegchillen können. Ja, was hältst du davon? Ich habe keine Ahnung. Bei mir war heute alles ruhig. Echt? Ich war heute, okay, ich gebe zu, ich war heute auf der Arbeit ein bisschen gereizt. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist nichts passiert. Ich habe gut geschlafen, bin aufgestanden, aber auf der Arbeit. Ich kam Das Wetter war rein scheiße. und dann direkt so. Das war's wirklich. Das war's wirklich, ey. Es ist kalt. Ich hasse es, wenn es kalt ist. Echt überhaupt nicht mein Ding. Wir waren jetzt, wo die Folge kommt, am letzten Sonntag waren wir in Geier im Freizeitbad und da oben liegt schon Schnee. Und jetzt, wenn Wie hoch die ist das? Folge. Weißt du das? 700, 800 Meter, Geier, Na das ist gut, das ja könnte aber sein, ja. von uns eine Stunde weg ungefähr. Und jetzt, an dem Sonntag, wo die Folge kommt, sagt ja der Wetterbericht für alle Mittelgebirge 10 cm Schnee voraus, das soll überall schon weiß sein. Ja. Ich hoffe es. Ja. Echt? Magst du Schnee? Ja, erstens mag ich Schnee und zweitens ist dann auf der Arbeit Stillstand. Oh Gott. Man hat eine Pause mehr, darum geht's doch bloß. Warum ist denn der Stillstand? Was willst du noch im Garten machen, ne? Ach so. Das Einzige, wenn der erste Schnee fällt, dann verfallen sie noch mal ganz kurz in Panik. Dann rennen sie uns die Bude ein für Aber ihr macht doch Streusalz. dann, ja, wollte ich gerade sagen, ihr macht doch Streusalz dann, oder? Naja. Dann ist erstmal wieder Ruhe. Dann kommt der zweite Schnee und dann wird noch hektischer. Wenn der zweite kommt, dann kommt noch ein dritter. Wir brauchen Streusalz. Ja, und dann ist Feierabend. Das Einzige, was mich ein bisschen stört dieses Jahr, ist, ich habe Weihnachten nicht frei, Weihnachtswoche? ey. Ja. Oh. Warum? Ja gut, ich habe Glück, der Heiligabend fällt auf den Sonntag, da müssen wir schon mal nicht arbeiten. Ja, Montag, Dienstag frei. Montag, Dienstag frei. Mittwoch müsste ich dann leider Gottes nochmal aufstehen. Aber dann habe ich frei. Donnerstag, Freitag, Samstag, bis zum dritten, ey. Ja, musst du einen Tag arbeiten. Ja. Hä? Ja, das ist, ja. Na komm, jetzt mal eben ohne Quatsch. Es stört mich halt nur ein bisschen, weil wir fahren Heiligabend zu meinen Eltern und dann wäre ich ganz gerne da geblieben, weil ich mit Kollegen dann Silvester gefeiert hätte. Jetzt muss ich leider nach Hause und jetzt weiß ich nicht, ob ich dann zurückkomme. Also ob ich dann nochmal nach meinen Eltern komme, um Silvester zu feiern. Und ja, bin ich halt am Überlegen, ne? Oder ich will meinen Chef noch vielleicht nochmal lieb fragen, ob er mir den Mittwoch auch gibt. Muss mal mit den Augen klappern. Eigentlich kommen wir gut klar, aber wenn es um sowas geht, ne, dann ist er meistens ein bisschen zickig.
kleine Zicke. Ja, das ist aber korrekt drauf, der mein Chef. Gut, Mike, auf der Bahn kann ich nicht nebenher fahren. Nee, ich bin ja auch komplett leer. Ich komme einmal durch. Gut. Da, 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 da. Ich muss ja auch Berichtsheft schreiben und sowas, ne? Und ja. Ich habe mein Berichtsheft, schreibe ich ordnungsgemäß immer. Ja, also in der Pause schreibe ich das immer schon alles. Und jetzt ist mein Berichtsheft voll. Mein Chef war nicht da, schreibe ich denen so eine WhatsApp. Ich so, mein Berichtsheft ist voll. Und kauft ihr neues. Ich denk so, ja, toll. Ah, mal habe ich ihm gesagt, ich so, bezahlt ihr das nicht oder was? Ja, doch, kauft das mal selber und komm mal mit dem Kassenbon hier hin. Geld kriegst du wieder. Ich so, boah. Ja, so ist es. Bisi, wenn du jetzt nochmal nur in die Zuckerrübenfabrik fährst, in Zucker, guck mal, wie es mit dem Wasser oben aussieht. Ja, mach ich. Spielt einer von euch Call of the Wild? Was war das? Sag gleich mal. Von The Hunter Classic, der Nachfolger. Ach so, ja. Ja, das haben wir doch mal gemacht. Ja, ja. Spielt das denn doch, trotzdem was? Jemand hier so? Nee. Gerade? Mike, du? Nein. Nee. Aber bei uns gibt's einer, der das spielt. Wer denn? Onkel Q. Wie ist der drauf? Ich suche so einen Partner so für... Weiß ich nicht. 30 Folgen. Er ist eigentlich ein ganz chilliger. Er liebt es, wenn es regnet. Echt? Ja. Was? Oder hast du Bock, 30 Folgen zu machen, Manus? Ich komm mal vorbei als Gast. Spiel den Elch. Ja, so ungefähr. Schalala. Da fährt auch jemand GPS. Ach ja. Ach so. War das mit Tigers? War echt lustig gewesen. Also, ach so, ja, genau. Da kommt ja auch heute das Rennen quasi, also zum Sonntag. Österreich, ne, die Strecke. Und es gab einen interessanten Zwischenfall mit einem Herrn Dracula. Ja. Was hat er wieder gemacht? Naja. Die Zähne ausgenommen. Möchte da nichts spoilern. Weil die Folge auch heute kommt. Oh Götti. So. Weißt du, was ich jetzt essen könnte? So ein... Kennt ihr diese so... Schokolade? Diese ganz dünnen Blättchen? So ganz, ganz dünn. Sind die. Auch zart. Kennt ihr die? Nicht. Cool. Nee, du lohnst es auspacken gar nicht. Wenn, dann nehmen wir schon das dickere. Oh Gott. Wir sind auch super schön in der Lade, ey. Ohne Mist. Wenn, dann nehmen wir Sticker. Was esst ihr für Schokolade gerne? Habt ihr Favorite? Weiße Schokolade, Nussschokolade, weiße Schokolade, Crispy. Ansonsten esse ich keine Schokolade. Da bin ich voll dabei, Friesi. Da bin ich voll dabei. Liebe Zartbitter. Bäh. Ja, echt, ey. Und das ist der Riesenvorteil, weil ich esse übel gerne Zartbitter und ich esse sehr, sehr gerne Marzipan. Marzipan ist, oh, ey. Ja. Das geht ja mal voll geil. Isst du auch Marzipan, Mike? Jo. Ah, okay. Aber ich esse hier so Crispy, esse ich auch. Also mega geil. Weiße Schokolade, jetzt nicht der Favorit. Habe ich früher übelst gern gegessen, aber jetzt nicht mehr. Und Traubenuss. Diese Traubenuss gibt's da hier vom Milka oder so. Rittersport. Weißt du? Nee, nicht Rittersport, ganz normal. Die ganz normale Tafel Schokolade, Traubenuss. Und weißt du, was ich früher übelst gern gegessen habe? Diese Luftschokolade, wie hieß die? So aufgeblustert war. Soufflé? Ja, so, glaub ja. Soufflé hieß die, glaube ich, ja. Die habe ich auch sehr gerne gegessen, cool, ey. Aber ich mag keine Vollmilchschokolade.
kann da nicht mehr ran an Vollmilchschokolade. Ich weiß nicht warum. Und was hast du mit Dominosteinen jetzt auf Weihnachten? Oh, geil! Dominosteine esse ich auch gerne. Oh. Da freue ich mich drauf. Da könnte ich auch sagen, wenn ich so eine Packung aufmache, fresse ich die ganze Packung. Da bleibt nichts übrig für die anderen. Nee, gar nicht, null. Und das ist bei, weißt du, was meine Frau gerne isst? Das kann ich ja gar nicht verstehen. Toffifee. Oh, finde ich voll geil. Oh, die liebt Toffifee und ich mag das überhaupt nicht, ey. Toffifee ist echt meine Welt. Ich liebe hier so Ferrero Küsschen oder Rocher oder sowas. Ja, oh. Wie heißen diese weißen Kugeln nochmal? Nicht die. Die anderen, die so klein sind, die man sagt, die man immer beim Kaffee nimmt. Giotto. Ja, Mann, die sind geil. Ja, Giotto ist auch nicht schlecht. Ach, scheiße. Giotto. Ursa. Aber? Ich kann mir so richtig vorstellen, wie du dir abends so ein Giotto auf den Bauch legst und lässt es im Bauchnabel rollen. Wisi, hast du jetzt zufälligerweise nach dem Wasserstand geguckt? Ich bin gerade dabei. Gib mal eine Wasserstandsmeldung. Ja. Bauchnabel. Also Wasser ist hier 99% drin. Gut, alles klar. Niemals, oder? Doch. Echt? Ja. Das ist da gecheatet. Nee. Mike weiß, hat doch schon, war. Mike hat doch vorgearbeitet auf der Map gehabt schon. Okay. Diese bescheuerte Hilfskraft, ich kann sie nicht leiden. Die drängelt sich bei jedem Kommentar vor, man kommt gar nicht dazu zum Schreiben. Wer? Ja, die Hilfskraft. Wer ist eine Hilfskraft? Ja, Mike. Ja, ich. Ach so. Bist du so ein akribischer Kommentarbeantworter? Wenn ich meinen Senf dazugeben kann, ja. Der perfekte Moderator. Nee. Ich kann nicht sabbeln. Das geht nicht. Nee, du sollst ja schreiben und nicht sabbeln. Moderator ist ja zum Beispiel bei Twitch oder so, ist ja ein Moderator für Schreiben zuständig, nicht fürs Reden. Er moderiert halt den Chat. Da haben einige für YouTube, für ihre YouTube-Channel Moderatoren, also für gerade die größeren YouTube-Channel. Kein Interesse. Hä? Kein Interesse. Nee, bei mir ist das eh, ich, nee, alles gut. Na, der Mike, der ist voll eingebildet. Erst denkt er, mein Fliesenleger heißt wie er. Ja? Und dann macht er hier noch, ey, so, oh, als hätte ich ihn gerade gefragt, ob er mein Mod werden will. Das ist ja der Hammer, ey. Mike. Ja, eingebildet ist auch eine Bildung, weißt du doch. Ja. Ja, nur Spaß. Alles schick. So, jetzt haben wir den ersten Herbsttag. Was macht man da? Drachen steigen lassen. Ja! Ich hatte da auch dran gedacht jetzt gerade, am Drachen steigen lassen, genau. Los ey, mir haut's gerade die... Ey, das ist eine Sonntagsfolge hier, ey. Das mache ich dann mit meinem Sohn wieder. Der hat einen Spider-Man-Drachen und ich habe einen Batman-Drachen. Dann geht's los. Ja. Was? Ja, hör auf. Ich habe nur noch den mittleren, ey. Was hast du? Ich habe nur noch den mittleren. Warum? Der Große will nichts mehr mit mir machen. Er will nur noch mit seinen Kollegen abhängen und den ganzen YouTube gucken. Die Kleine ist noch halt noch zu klein und der Mittlere, der macht noch alles mit. Der freut sich noch, wenn ich nach Hause komme. Hör mal. Ja, Kinder. Ich bin nur noch interessant, wenn es um PlayStation-Spiele geht, wenn er was Neues braucht. Der Große. Oder wenn Taschengeld gibt. Oder das. Ja, ist der Große. Dann kommt der... 14. Ja, das dauert noch einen Moment, bis der Große nahezu 15, 16 ins Taschengeld braucht. Dann ja, der kommt jetzt, schon, kommt jetzt schon nach Taschengeld. Aber jeden Tag pünktlich. Jeden Tag? Ja, jeden der Tag nicht. Ich meine, wenn es Taschengeld gibt, pünktlich steht er dann vor dir. Ach so. Her mit der Lohntüte. Ja, so ungefähr. Rück raus den Shit, Papa. Was? Wie so wenig? Ja, ohne Scheiß.
Ich habe gehört, wie du mit Mama über die Sonderzahlung gesprochen hast. Und sagt er dann, ich so, ja, das ist aber nicht für dich, ey. Hallo. Ey, Papa, was mit Weihnachtsgeld hier? Urlaubsgeld? Ey, mach mal klar hier, 13 ist Gehalt. Was ist los? So ungefähr, ey. Mach dich schon mal gerade, hol mal Fuffi. Habe ich auch zu meiner Freundin gesagt. Nee, vorgestern war es, genau. Ich so, ich freue mich schon auf den ersten doppelter Lohn, Weihnachtsgeld. Dann steht der, kriegt dann noch doppeltes Taschengeld. Ja, da gleich mit die Dollarzeichen im Auge. Ich sag so nix da. Aber. Ja, Tom, wir sind durch. Alles klar, Leute. Danke fürs Zuschauen. Schreibt die Kommentare drunter. Beschwert euch, wenn irgendwo was nicht gepasst hat. Oder schreibt einfach mal noch ein paar helfende Hinweise drunter. Wir sind für jeden Blödsinn da. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.